Herzlich willkommen zurück zu Schritt 3 deiner Ausbildung. In diesem Video möchte ich dir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Rhodos zeigen. Auf los geht's los! So, wir sind jetzt gerade hier an Zambika an der Kapelle angekommen. Zur Kapelle nach oben führen insgesamt 300 Steinstufen. Mir hat man erzählt, die Frauen, die in der Antike keine Kinder bekommen konnten, mussten auf Knien diese 300 Stufen hoch, dort oben die Nacht verbringen und wenn sie dann danach schwanger geworden sind, dann mussten sie ihr Kind Zambika oder Zambikos nennen. Ob das wahr ist, weiß ich nicht, aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal die 300 Stufen anschauen und den Ausblick von oben genießen. Also, mein Fazit nach 300 Stufen, ich kann einfach nur sagen, es ist es wirklich wert, jede einzelne Stufe. Ihr solltet euch das auch auf jeden Fall antun. Der Ausblick ist unglaublich, ist einzigartig. Man sieht die halbe Insel von hier, man sieht runter auf den Zambika-Strand. Es geht hier relativ steil, gleich direkt runter und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man dazu überhaupt noch sagen kann. Es ist einfach ein Traum. Schaut es euch an. Herzlich willkommen an der Sehenswürdigkeit Nummer 1 von Rhodos, die Altstadt von Lindos und die Akropolis darüber. Lindos ist so das typische Postkartenformat, so wie man sich Griechenland vorstellt. Wir haben hier unten eine wunderschöne kleine Bucht, darüber die weiße Stadt, die am Hang liegt und oben drüber die Akropolis mit diesen Tempeln und Säulen, so wie man es von den Bildern her einfach auch kennt. In der Stadt selbst fahren keine Autos, was auf jeden Fall eine Besonderheit ist. Und es sind ganz viele kleine Gassen mit vielen Geschäften, in denen man sich definitiv verlieren kann. Ist eine der besterhaltensten Johanniterburgen hier auf der Insel. Die Burg hat sich früher perfekt dazu geeignet, um dort oben zu leben und sich dort oben zu verteidigen, da sie wirklich direkt am Felsen liegt und es im Grunde keinen Weg nach oben gibt, außer über den normalen Weg hier vor Ort. Was heute noch geblieben ist, ist die Ruine der Burg und dieser atemberaubende Ausblick, den man von der Vorderseite hat. Zum Hintergrund von Kretinia kann man Folgendes sagen. Es gab hier früher Einwanderer aus Kreta. Und Kreta wird auf Griechisch Kriti ausgesprochen, daher der Name. Was heute noch geblieben ist von dieser Burg, sind die Ruinen, wie man es hier im Hintergrund zum Beispiel auch sieht, und natürlich die einzigartige Location. Die Burg von Kretinia steht auf einem kleinen Berg obendrauf und wenn wir hier dann rausschauen, geht es hier fast senkrecht nach unten und man hat hier einen wunderschönen Blick raus aufs Meer. Thank you.
Kamiros war einst eine der drei antiken Städte neben Lindos und Yalissos hier auf Rhodos und haben früher das Bevölkerungszentrum der Insel gebildet. Kamiros hatte des Öfteren Erdbeben und ist dabei immer wieder teilweise eingestürzt, bis es irgendwann dann zum kompletten Einsturz der Stadt kam. Was geblieben sind, sind die Ruinen, die man heute noch besichtigen kann. Wir sind hier gerade mitten im Schmetterlingstal. Wie man hier schon hören kann, es ist sehr ruhig und vor allem sehr grün, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Zum Schmetterlingstal gibt es folgenden Hintergrund. Die Schmetterlinge hier gehören eigentlich zur Gattung der Motten. Genannt werden sie der russische Bär. Untertags, wenn die Schmetterlinge schlafen, ist die Farbe schwarz und gelb. Wenn sie dann fliegen und sich öffnen, sind sie in der Mitte noch rot, also heißt rot, schwarz und gelb. Der Grund, warum die Schmetterlinge hier sind, ist folgender. Es gibt in ganz Griechenland nur hier auf Rhodos in diesem Schmetterlingstal die sogenannten Amberbäume. Und die Amberbäume, die locken mit ihrem Harz, locken die Schmetterlinge an und die kommen eben dann und schlafen dort untertags an den Bäumen. So, pünktlich zur Sonnenuntergangsstimmung sind wir jetzt hier in Rhodos Stadt angekommen und unserem letzten Punkt für heute, wo wir die Sehenswürdigkeiten uns anschauen. Die komplette Stadt Rhodos ist eigentlich die Sehenswürdigkeit an sich. Ob das die Neustadt ist mit den ganzen Geschäften und der Fußgängerzone oder ob das die Altstadt ist mit den vielen ritterlichen und mittelalterlichen Häusern und ihrem altertümlichen Flair. Von allem kannst du dich eigentlich hier begeistern lassen. Rhodos ist auf jeden Fall eine Reise wert und ist neben Lindos definitiv das, was du hier auf Rhodos mindestens einmal gesehen haben solltest. Ich hoffe, dir hat unsere kleine Tour über die Insel gefallen und du konntest dir mal so einen kleinen Überblick über die Sehenswürdigkeiten von Rhodos machen. Im nächsten Video schauen wir uns die Strände an. Bis gleich!